Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slowaka. Weiter geht's mit Dead Age 2. So, Tag 7. Wir haben noch 4 Stunden übrig und wir sind noch halbwegs gut beieinander. Deswegen Kleidungsstücke. Ich möchte ja eigentlich Schrott haben nach wie vor, aber es scheint es hier nicht zu geben. Wir brauchen. Ich gehe mal noch einen Schritt nach oben. Wir haben die Berge der Northern Mountains erreicht. Frische Bergluft, aber auch ein Haufen übler Untote. Eine gute Rüstung sollten wir nicht vergessen. Verstehe. Dann gehen wir da nicht hin. Aber vielleicht hier lang. Wir sind schon weiter entfernt von Jacks Camp und haben die Farmwind Roads erreicht. Ich hörte, dass es hier nicht gerade ungefährlicher wird. Haltet eure Waffen bereit. Ah, da gibt's Schrott, aber es ist ein Gefängnis. Ist also auch rot. Ich glaube, da sollten wir noch nicht hin. Blau ist es da. Oh, jetzt ist schon wieder Wasservorrat weg. Dann gehen wir einmal zum Wasser. Zum Wasserturm, um genau zu sein. Ach Mann, ey, wirklich. So, hier ruckeldiwupps. Du entdeckst einen verschlossenen Lieferwagen. Fundchance auf Schrottwassermaterialien. Ja, können wir gerne machen, aber wir haben keine Dietriche, also müssen wir weitergehen. Nicht abstürzen. So. Wer bist du? Schwere Panzerung, hoher Rüstungswert. Der muss zuerst durchschlagen werden. 121. Schlägt bei allen Nahkampfattacken zurück, wenn das Ziel erreichbar ist. Schrotflinte haben wir gar keine Munition. Dann würde ich sagen, entweder brennende Falle, Anfälligkeit. Wir bringen mal den Hund nach vorne. Okay, dann ja, funktioniert denn das jetzt mit der Pistole auf den? Bringt das irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Wir probieren es mal einmal. Panzerung absorbiert 0. Ne, da passiert gar nichts. Okay, dann probieren wir hier hinten irgendwas umzubringen. Kampfbereitschaft, wenn ein Verbündeter stirbt und Tier. Instinkt, wenn ein verbündetes Tier stirbt, dann greifen wir die Krankenschwester, glaube ich, an. Obwohl, nee, die kriegen wir vielleicht komplett weg. 48. So, Lance, dann müsstest du mal mit einem Molotow-Cocktail, glaube ich. Oder, nee, mit der Granate geht das, ne? Betäubung, Rückstoß. Wir probieren es mal mit der Granate. Ich weiß es gerade nicht genau. Ob die Rüstung irgendwie. Panzerung durchbrochen. Sehr gut. Spritzeninstinkt hat sie. Und macht einen Sandwurf. Okay, dieses Spiel ruckelt dann unglaublich nach einer Weile. Wir gehen gleich nach Hause zurück. Sonst ist das ein bisschen anstrengend. So, jetzt könnten wir die Reihe wechseln. Ach so, der Hund. Mann. Reihe wechseln, verteidigen, würde ich sagen. Das gleiche für Fernando. Reihe wechseln, verteidigen mit den Klingenwaffen. Und Lance schießt nochmal. Was ist hier? Ist der jetzt tot? Ich sehe den gar nicht mehr. Ja, scheinbar. Kritischer Treffer reicht aber nicht. So. Sieht doch immer noch ganz gut aus. Brachial einmal gegen ihn, vielleicht. 31 hat er. 35 Streiftreffer. Verdammte Hickehacke. 47, die kriegen wir natürlich, also sie kriegen wir natürlich weg. Und ihn mit zweimal eigentlich auch.
ist die Frage, Angriff 22, Angriff 32. Hat er geblockt, verflixt. Na gut, dann machen wir jetzt die da oben weg, die hoffentlich nicht blockt. Jetzt ist Lance immer noch dran. Ja, okay, dann können wir noch da nochmal drauf feuern. Das hat funktioniert. Und hinten auch nochmal drauf feuern. Und sehr bald werden wir keine Munition mehr haben in diesem Spiel. Er kriegt ein bisschen Kotze drauf. Das soll uns nicht mehr stören. Einmal. Und zweimal. Ach, na gut, dann noch dreimal. So, dafür zwei Waffenteile, zweimal Verbandszeug. Ruckel die Wand weg. Und fünfmal Wasser. Immerhin. Gut. Noch zwei Stunden hätten wir. Lance ist ein bisschen verletzt jetzt mittlerweile. Das machen wir noch. Einmal gehen wir noch auf den verlassenen Campingplatz und holen uns ein paar Klamotten. Im Regen. Du entdeckst einen Hund, der sich vor Schmerzen krümmt. Hund heilen, wenn es geht. Achso, wir haben alle keine Medizin. Ja, dann tut mir das leid, mein guter Hund. Können wir dir nicht helfen. Eins, zwei, drei. Stärke, wenn ein verbündetes Tier stirbt. Wir könnten unseren Hund wieder ranholen, aber nee, wir gehen jetzt hier nach vorne. Machen das Gleiche, was wir sonst auch machen. Einmal Verteidigung hier, einmal Verteidigung oben. Alter, ruckelst du. Klingenwaffen, Verteidigung. Und jetzt gucke ich mal einmal ins Inventar. 13 Schuss haben wir nur noch. So, du musst jetzt auch nach vorne gehen. Es tut mir leid. Hallo, Spiel. Mach mir nie alle. Schlagwaffen, auch du verteidigst dich. Aufladen, aufladen, aufladen. Molotow-Cocktail ist scheiße. 31. Aber auf uns wenigstens, nicht auf Lance. So. Alter, ist das krass hier mit dem. Ein brachialer Schlag auf sie. 70, 70, 35. 55. Dann probieren wir jetzt den Klingenstoß auf sie auch nochmal. Dann ist sie hinüber und er ziemlich. Und dann haut er zweimal auf den Kriecher da hinten. 32 ist natürlich jetzt doof. Aber ich glaube, er ist auch nicht so gut mit den Schlagwaffen. Der gute Lenz hat es aber geschafft, ihn umzubringen. Man erkennt ja gar nichts mehr vor lauter Ruckeln. 23 geblockt. Alles klar, jetzt hauen wir einfach drauf. Das ist irgendwie wichtig. Der hat nur noch 66. Den machen wir mit den Klingenwaffen. 48 und nochmal Angriff auf den Cowboy. 48, Klingenwaffen Mitte. Hoffentlich mit einem Mal. Nein. Dann, aber der hat nur noch 24 jetzt. Insofern gehe ich davon aus, dass Lance das schafft. Und der hat noch 15. Okay, da muss Lance nur noch dreimal, bei beiden einmal anditschen. Jawohl. Ditch 1 und Ditch 2. Gut. Dreimal Materialien, dreimal Waffenteile. Und wir können was einsacken. Viermal Kleidungsstücke. Was jetzt? Was jetzt? Inventar voll, oder was? Jetzt hat er den Kram nicht mitgenommen. Ey, ich krieg die Krise. Weil er zu ruckelt, oder was? Ich habe keine rechte Maustaste gedrückt.
Na gut, dann gehe ich jetzt nach Hause, weil es so ruckelt. Zurück zur Basis. Oder wollen wir da noch irgendwas machen? Nee, ich glaube, wir gehen einfach zurück zur Basis. Dann haben wir Nacht 7 und ich mache an dieser Stelle einen kleinen Schnitt, denn das ruckelt mir zu krass. Das geht gar nicht. Angriff durch die Zombie-Horden passiert auf jeden Fall gleich. Bis gleich. Also, die Nacht 7 hat begonnen. Trish sagt uns gerade, dass die. Ich glaube, das haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir bei Nacht 7 direkt abgespeichert. Also, Jason, wir werden in den Morgenstunden von der Zombie-Horde angegriffen. Wenn du jetzt nochmal die Gelegenheit bekommst, die Zombie-Horde zu attackieren und ihre Reihen zu dezimieren, solltest du das schleunigst tun. Denk aber vorher daran, mindestens eine Wache gegen die restliche Zombie-Horde aufzustellen, sonst werden wir schutzlos angegriffen. Und Jason, wir haben bemerkt, dass du heute eine Aufgabe dringend erfüllen musst. Es gibt immer Konsequenzen, wenn du es nicht schaffst, also sei aufmerksam. Ja, das ist der Angriff der Zombie-Horde, den wir unbedingt schaffen müssen. Ich glaube, storymäßig, genau, für Tessa haben wir noch einen Tag Zeit und alles andere können wir theoretisch machen, wann wir wollen. So, Verteidigungsanlage, da muss also irgendjemand hin jetzt. Talentstufe ist nicht ausreichend. Für Jason. Fernando kann da hin. Lance kann da auch nicht hin. Sarah könnte da auch hin. Kann Einbrüche von Plünderern und Punks. Ja, Sarah könnte das vielleicht machen. Oder wir lassen, Moment, Fernando. Oder wir bringen Sarah in die Gruppe. Und Fernando macht das. Tessa kann es auch nicht, ne? Nee. Sonst lassen wir vielleicht Fernando das machen. Warte mal. Sarah war ja nämlich gut mit den Klingenwaffen, aber nicht mit den Fernkampfwaffen. Und Fernando war auch gut mit Klingenwaffen und halt auch mit der Pistole. Ja, okay, vielleicht bringt uns das doch mehr, wenn er mitkommt. Party ist voll, ja. Sarah bleibt hier. Fernando kommt mit. Da müssen wir auch nicht nochmal hier vielleicht gucken. 13 Schüsse haben wir noch. Pistolenmunition. Tja, das wird alles ein bisschen eng. Sehr, sehr bald wird das sehr, sehr eng hier mit unserem Leben. Also nochmal, Sarah bewacht. Heute Nacht. Da kommt sie. Ohne alles. Aber ich hoffe, das geht vielleicht trotzdem. Keine Ahnung. Funkstation. Es wäre halt geil, wenn wir so Munition machen könnten, ne? Ist kostengünstig, aber wir brauchen halt hier Patronenhülsen, die haben wir nicht. Haben wir alles nicht. Können wir hier noch was machen? Nee, da fehlt uns der Schrott. Wir haben ja auch keinen Schrott gefunden gerade. Wir haben 5 Einheiten Nahrung, 17 Einheiten Wasser. Das ist eigentlich auch ziemlich gut. Also, machen wir jetzt auch keine Gärtnerarbeiten. Können wir eh nicht mehr, weil Sarah jetzt was anderes macht. Okay, dann könnten wir gucken, ob wir jetzt nachts nochmal diese Truppe hier überfallen. Wenn wir schon zu dritt bleiben. Oder wir stellen alle an die Wache. Das geht natürlich auch. Obwohl, nee, Fernando kann es nur machen. Komm, wir greifen die nochmal an. Ich hoffe, wir dezimieren sie weiter. Und ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass Sarah jetzt da nicht alleine steht gleich. Oh, es sind aber nochmal 6 hier. Das ist ja echt heftig. Reduziert Chance auf Anfälligkeit. Der ist alarmiert. Sie hier, wer ist das? Gebissene Landschönheit. Der Brawler ist heftig. Ja, am besten so Kicks, die sie nach hinten schmeißen, ne? Ja, Jason nach vorne und verteidigen. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Und bei Lance machen wir, glaube ich, das Gleiche. Da müsste ich jetzt eigentlich nochmal ins Inventar gucken. Moment, Lance ist der mit der Pistole. Hallo? Ah, jetzt kann ich hier nur bei ihm gucken. Das ist doch albern. Okay.
kann nur Lance angucken. Das bringt mir jetzt nichts, weil ich wollte ja vergleichen. Eigentlich. Wobei, ich kann einmal gucken, was der für eine... Ja, hat halt das Brecheisen. Dann macht er jetzt das Gleiche. Geht er auch nach vorne. Schlagwaffe, Verteidigung. Und Fernando, jetzt darf ich bei ihm auch gucken. Der hat auch eine Pistole. Okay, und seine Klingenwaffe. Jäger ist er nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt alle nach vorne. Wir gehen mal alle nach vorne und machen erstmal eine dicke Runde Verteidigung. Und dann hoffen wir mal, dass die genau nicht so viele solche Angriffe machen. Der beißt uns ins Bein. Die kriegt Gruppenstärke dazu. Na gut. So, wir könnten jetzt natürlich auch nochmal sowas machen wie eine brennende Falle oder sowas, aber die scheinen jetzt alle nicht fett gerüstet. Doch, der da oben ist relativ ordentlich. Hat eine relativ ordentliche Rüstung. Aber ich mache jetzt überall den Schlag, der mit Rückstoß ist sozusagen. Entweder auf sie hier. 32 Angriff, 34 Angriff. Machen wir jetzt mal ihn fertig, vielleicht. 39, 34, 34. So, Lance macht hoffentlich das... Ach, der kann nur ganz normal angreifen. Könntest natürlich ein kleines Geschütz aufstellen oder einen Molotow-Cocktail schmeißen. Komm, du haust auch weiter einfach drauf. 37, der müsste dann eigentlich ja hinüber sein. Ach, hat er geblockt. Aber jetzt hat's geklappt. So, und Fernando macht das Gleiche auch. Und der macht auch den Klingenstoß in dem Fall mal. Damit die hinteren mit kaputt gehen. 77, 28, 28. Atemberaubender Biss. Das klingt nicht gut. Jetzt kommen die anderen nach vorne. Ich habe jetzt nicht ganz genau gesehen, was hier passiert ist, aber noch sind alle am Leben. Also, wir könnten... Nee, können wir nicht. Nochmal brachial schlagen geht nicht. Ja, der Brawler kriegt jetzt richtig Punkte da oben. 52 steigert seinen Angriff, wenn er einen Mitstreiter attackiert. Richtig, das war's. Dann müssen wir den jetzt irgendwie wegkriegen, glaube ich. 51, na, ja, das wird nicht reichen. Nochmal 51. Ja, wir haben jetzt alle auf den Brawler drauf. 32 ist natürlich nicht gut. Nochmal bitte. 60. Und jetzt musst du, Fernando, den da wegkriegen. Das, da führt kein Weg dran vorbei. 20, 40. Okay, wunderbar. Und dann nehmen wir noch den Schwachen hier unten. Wir haben ein bisschen was abgekriegt. Ätzende Magensäure kriegen wir wieder ab. Er wird angefeuert, der kriegt jetzt auch die erhöhte Stärke, aber wir sind alle relativ fit hier noch. Das scheint ganz einfach zu gehen. Brachialer Schlag bitte auf sie. Adrenalin kriegen wir dazu, das ist auch schön. Lance haut auch auf sie. 64 und gleich nochmal 64. Das heißt, Fernando könnte entweder Klingen... Ja, der macht mal Klingenstoß auf sie, dann sollten die... Ach, Streiftreffer verflixt. Das wäre es jetzt eigentlich gewesen mit ihr. Aber jetzt durfte sie nochmal angreifen. Das war jetzt blöd. Na gut, dann machen wir ganz normal weiter. Ist jetzt nicht mehr so viel zu tun. Hauen wir erstmal auf ihn hier. 31. Und gleich nochmal 31. Dann Lance gerne einmal auf ihn. 44, jetzt haben sie beide noch zwei. Na gut, zwei Lebenspunkte noch nicht. Dann bringen wir erst ihn um und dann bringen wir ihn um und dann hauen wir nochmal auf sie da hinten drauf. Dann darf sie noch einmal böse werden, vielleicht. Nee, sie kriegt, sie hat sich irgendwie regeneriert, dass wir dir jetzt nicht mehr so viel helfen. Eins. 3 und 4. Ne, 3 reichte. Gut. Einmal Verbandszeug. Ne, dreimal Verbandszeug, einmal Kleidungsstücke, einmal einen Goldzahn. Du hast erfolgreich die Zombie-Horde dezimiert. Sie wird jetzt nur noch mit einer Welle die Basis angreifen. Alles klar. Das ist gut.
Wir könnten natürlich jetzt noch weiterreisen. Finde bei Nacht zusammen mit Lance die Patrouille der Schmuggler. Das habe ich schon wieder vergessen. Kauf Zomdex. Wir können ja mal Richtung Brücke gehen. Compadre, wir sollten über die kleine Rothaarige reden. Tessa, was ist mit ihr? Solltest du ein Auge auf sie geworfen haben, wenn wir schon so ein hübsches Ding ohne Partner im Camp haben, dann vergiss es, lieber Amigo. Warum sollte ich das vergessen? Weil sie mir gehört. Comprende? Ich habe mich in sie verliebt. In dem Moment, als ich sie dir das erste Mal sah. Es ist wahre Liebe, Amigo. Okay, herzlichen Glückwunsch, Fernando. Alles klar. Vielleicht sollten wir sie fragen, wie wäre es denn damit? Aber gut, verhaltet euch friedlich und ihr dürft die Brücke passieren, sagt der Soldat. Ja, dann gehen wir doch rüber. Das ist doch wunderbar. Jetzt, wo wir die Richtung von Freedom City näher, der Richtung von Freedom City näher kommen, sollten wir nochmal klar machen, wie das Ganze aussehen soll. Wie es aussehen soll? Auch wenn du vielleicht die Drecksarbeit machen musst, hätte ich gerne, dass es so aussieht, als hätte ich Tessa geheilt. El Amor, das ihr kleines Herzchen zum Schmerzen bringt. Haben wir einen Deal, Amigo? Du bekommst $20 für diesen kleinen Gefallen. Nee. Tut mir leid, aber so eine unehrenhafte Tour zieht bei mir nicht. Pah, du bist wirklich kein guter Geschäftsmann, Compadre. Egal, eines Tages wird sie mir gehören. Und wenn wir schon in Freedom City East sind, dann kauf doch gleich unsere überlebenswichtigen Ressourcen ein, Jason. Ja, mache ich gerne, wenn ich wüsste, wie das geht. Moment mal. Wo ist denn unser Geld? Da, 50 haben wir. Jetzt muss ich nochmal auf die Aufgaben gucken, bevor ich hier was falsch mache. Denn das sind die Schuhe, das ist der Jagdstall, das ist alles im Camp. Bei den Schmugglern Sympathisant erreichen, das kriegt noch nicht. Suche nach Hinweisen über Trixies Freundin im Bergwerk. Finde bei Nacht zusammen mit Lenz die Patrouille. Rede mit Gouverneurin Denise im Außenposten der Unabhängigen. Optional, optional, optional. Na gut, also hier könnten wir Zomdex kaufen. Weil bis hier hinten rüber kommen wir, glaube ich, heute Nacht nicht mehr 6 Stunden. Na gut, wenn wir vielleicht gerade schaffen, aber ich überlege ja, was gibt es denn hier? Snacks, Materialien und Schrott. Und Schrott. Also Schrott ist das Einzige, was ich wirklich gerne hätte. Also ich gehe da nochmal rüber. Schrott holen und danach kaufen wir vielleicht Zomdex hier. Schauen wir mal. Oh, Waffen gibt es auch. Ins Diner gehen wir. Du findest eine große Mülltonne. Fundchance auf Materialien, Munitionsmaterialien, Waffenteile und Kleidungsstücke. Ja, wir haben doch wieder nichts, um da das aufzumachen. Ach, doch, haben wir. Sehr gut. Dann soll Fernando das. Ja, Fernando macht das. Ein Hinterhalt. Natürlich werden wir angegriffen. Das ist eine sehr merkwürdige Mechanik, dass man, wenn man was aus der Mülltonne sucht, sich nicht mehr umdrehen kann. Aber gut, während Fernando die Tonne durchsucht, wirst du von Feinden überrascht. Soll Fernando den Kampf unterstützen oder die Tonne weiter durchsuchen? Ah, verstehe. Ging das vorher auch schon? 1, 2, 3, 4. Durchsuch mal weiter. Da schreit einer, da kommt noch einer. Was soll das denn? Oh, und wir sind schon. Ja, vielleicht hätte er doch kommen sollen. Na gut. Wirf doch mal, stell doch mal ein kleines Geschütz auf. Aha, da kommt noch einer. Also, was ist denn hier los jetzt? Wieso dürfen. Was? Wieso dürfen die denn alle 200 Mal draufhauen? Was denn jetzt passiert? Wir haben 4 Punkte. Tessas Jagdhund kostet 2. So, dann bringen wir jetzt mal den Jagdhund. Den bringen wir hier nach vorne. Dann gehen wir nach vorne und verteidigen.
So, und Lance schießt vielleicht dann doch mal mit der Pistole, wenn das hier so ätzend ist alles. 64! Warte mal. Dann kriegt er eher noch eine Molotow-Granate auf den Kopf, da hinten der andere. Streiftreffer. Der Hund kriegt jetzt was ab. Noch eine fiese Attacke auf den Hund. Und noch zweimal auf den Hund. Meine Güte, was habt ihr denn gegen den Hund? Dürfte ich jetzt sagen, dass er vielleicht doch unterstützen kommen muss? Ich glaube, das geht nicht, ne? Wollen wir brachial schlagen? 58, da ist auch nichts kaputt gegangen von der Rüstung da oben. Kaputt kriegen wir hier gar keinen, ne? Den vielleicht. 215 kann bei Treffer einmalig pro Runde einen Crawler herbeirufen. Den hauen wir mal weg. Ah, schön. Geblockt. 67, immerhin. Pistole. Lähmender Schuss. Ich weiß nicht, warum er immer was abkriegt. Ist das, wenn man die... Boah, Leute. Und was macht der Hund eigentlich? Warum macht er denn nichts? So, sieht nicht so super gut aus, muss man ja ganz klar mal so sagen. So, ich glaube, der brachiale Schlag würde sie nicht weghauen. Ihn da und zwei einfache aber schon. Deswegen machen wir das mal, immerhin. Schießen. Benutzen wir noch ein paar davon vielleicht. Streiftreffer. Ich glaube, er ist nicht gut im Schießen eigentlich. Ne? Nee. Der muss beim nächsten Mal nach vorne. So, Hund, und was machst du? Nix. Jetzt kommt noch ein Wolf. Was ist denn hier kaputt? Habe ich hier irgendwas übersehen? Ah, jetzt kommt der Hund und hat den Wolf gebissen. Okay, ich habe den Überblick verloren, liebe Freunde, aber das ist vielleicht auch in Ordnung. So, einen brachialen Schlag auf den. Der ist geblockt worden. Na, super Sache. So, du wechselst die Reihe, weil du bist echt nicht gut da vorne. Und verteidigst dich mal. Kritischer Treffer. Das wird wohl nichts, Arschloch. Ah, jetzt ist der Hund dabei und greift mit sagenhaften 2 Schadenspunkten den an, bei dem er nichts ausrichten kann. Ganz hervorragend. Eine Runde besser als die nächste. So, jetzt haben wir den erstmal kaputt. Oh. Und wir müssten uns heilen. In irgendeiner Form. 127 ist ein bisschen eng. So, das war's dann auch schon wieder. Und der haut zu. 209. Ja, müssen wir jetzt wohl so machen. Und dann hauen wir... Da müssen wir mal brachial draufschlagen, glaube ich. Was ist jetzt? Jetzt ist der wieder aufgewacht, weil wir draufgehauen haben. Ein Hechtsprung unseres Hundes. So, es geht weiter. Ich habe die Übersicht vollends verloren. So, der Hund ist hinüber. Sie hat noch was abgekriegt von der Rolle. Wen kriegen wir noch? 62 hat er nur. Das ist nicht gut. Dann hauen wir wieder auf den, der da liegt. Oder dürfen wir auch hier hinten draufhauen? Nee, das geht nicht. Scheinbar nicht. Dann hauen wir auf den Kriecher, bevor er wieder wach wird. Das machen wir gleich zweimal, dann dürfte er hinüber sein. So, Hund, tu dein Restliches. 64. Jetzt ist hier schön Blut gespuckt worden. Jetzt muss Lance langsam aufpassen. Ich hau mal brachial, das geht nicht. Dann hauen wir da so drauf. 78, das macht ja überhaupt keinen Schaden. Haben wir noch was anderes? Schrotflinte hat nichts. Eine brennende Falle. Nee. Das geht so nicht, ne?
Naja, was soll man machen? Dann muss ich halt draufhauen. 130% Schaden und erzeugt Betäubung. Probieren wir das. Geblockt. Wunderbar. So, du darfst einmal vielleicht schlagen. Du wirst aber auch quasi kein. Nee, du brauchst gar nicht draufhauen. Wir haben 62, der hat 64 Rüstung. Das heißt, du nimmst einmal, du kannst mal einen Burger essen oder. Ja, komm, nimm die andere Heilung. Unsere letzte sozusagen. Aufstellen kannst du auch nichts mehr. 62, 64, dann mach lieber Verteidigung und warte, bis jemand anders kommt, dem du was tun kannst. Da kriegen wir nochmal richtig was in die. Und jetzt kommt noch ein Tier, ey. Wer ruft denn hier immer die Tiere? Sie hier? Tierinstinkt. Ruft einen untoten deutschen Schäferhund herbei. Verstehe. Wir sind bewusstlos. Ach, ist das schön hier. Und wir können nichts machen, außer angreifen. 50 und nochmal 50. Dann werden die anderen schon wieder dran sein. Jetzt können wir gleich schon wieder Hamburger essen. Jetzt aber. Brachialer Schlag, aber auf den da hinten. Weil wir müssen ja irgendwann. Oh, wir kriegen jetzt schon wieder Minuspunkte wegen. Weil wir wahrscheinlich, weil wir zu wenig Lebenspunkte haben, ne? Können wir da erst noch irgendwas machen? Negative Effekte neutralisieren. Heilen einen geringen Betrag. Heilt um einen mittleren Betrag. Und entfernt den Hungrig-Status, den wir gar nicht haben, glaube ich. Na los, isst den einen Hamburger. Jetzt haben wir noch drei. Ist jetzt der brachiale Schlag stärker? Nicht wirklich. Und wird schon wieder geblockt. Oh Mann, ey, wirklich. Haben wir den Hund nochmal, das wird auch geblockt. Und Lance schießt mal einen lähmenden Schuss auf sie da hinten. So, ich glaube, allzu lange werden wir nicht mehr spielen, denn wir sind jetzt bald hinüber, glaube ich. So, 68, das heißt, wir haben hier 4 Schaden. Großartig. Und das wird ja auch nicht besser, weil wir ja jetzt keine. Sollten wir hier sterben, tatsächlich? Das war jetzt eigentlich nicht so gedacht, wirklich nicht. Brachialer Schlag, 88. Das bringt dann so ein bisschen Schaden vielleicht. 24 und er fällt nochmal nach hinten. Der kommt so schnell nicht zurück, meinst du? Das sehe ich anders. Kannst du hier irgendwas machen? Noch ein Molotow-Cocktail. Das soll doch was bringen. Das geht nur auf die hinteren. Geht das nicht auf den? Nee. Dazu müssten wir nach hinten gehen. Können wir da irgendwas ausrichten? 64, 76. Na, wenn wir zweimal gut treffen. 12. Na, das reicht genau nicht. Jetzt würden wir nochmal 12 machen. Da schießen wir lieber mit der Pistole. Ach, das geht auch nur nach hinten. Ach. Dann hau ich den Wolf hier nochmal. Und wir haben noch 2 Punkte. Mit Lance. Dann gehe ich tatsächlich einmal nach hinten und schieße nochmal auf den Typen hier. Und hoffe, dass der dann stirbt. Streiftreffer 5. Na gut. Ja, die wollte ich eigentlich erledigen, bevor sie nochmal jemanden ruft. Und er ist jetzt auch kaputt. Oh, Leute, wirklich. Dann kriegt sie jetzt 2 Schüsse ab erstmal, bevor das weitergeht da hinten. So, das sieht gar nicht gut aus. 108 hat er noch. Dann ist doch noch, dann trinkt doch noch die Dose. 137. Naja, gut. Dann wollen wir einmal brachial schlagen auf ihn. Das sollte doch jetzt dann endlich mal reichen. Und leider bringt uns das aber nichts. Also wird der da hinten nicht zerstört hier. Ach so, Lance ist das. Entschuldigung. Du kannst mit der Pistole schießen. Ja, erledige doch den da hinten. Dann sollte das gleich vorbei sein hier. Wir sollten auf jeden Fall relativ schnell dann doch mal wieder nach Hause gehen, glaube ich. Denn es erwartet uns ja noch ein Angriff zu Hause vor der Haustür. Immerhin Level up.
Das Training wird sich hoffentlich auszahlen. Alte Waffenteile, Verbandszeug dreimal und dreimal Samen. Fernando hat die Zeit genutzt und die Tonne erfolgreich durchsucht. 9 Materialien, einmal technische Komponenten, dreimal Patronenhülsen. Immerhin, können wir 3 neue Kugeln machen? Vielleicht? Ich hoffe nicht. Oh Gott. Ja, ich glaube, das war's dann. Würde ich mal einfach so behaupten. Schick mal den Hund nach vorne. Sehr gut. Den hat er von den Beinen geholt. Dann stellen wir mal ein kleines Geschütz auf da vorne. Und noch einer. Und Fernando. Schießt auch mit der Pistole. Kann einmalig pro Runde einen Crawler herbeirufen. Das finde ich natürlich auch richtig scheiße. Dann schießt er auf den. Und dann gleich nochmal auf den. Sind hier erstmal mit dem Hund beschäftigt. Ah, und sie beißen. Sie beißen das Geschütz kaputt. Au! Also dieses Geschütz ist ja jetzt wirklich auch so ein maues Gerät, würde ich sagen. So, können wir noch was machen? Brennende Falle. Kampfbereitschaft. Wir müssen eigentlich angreifen, ne? Mit 103 ist das aber nicht gut. Ach. Ach so, nee. Lass doch den Hund da vorne stehen. Macht mich alle. Der brennende Lance. Die brennende Lanze. Auch nochmal nach vorne mit Verteidigung. Und du darfst von hinten... Wen erschießen wir denn mal? Erstmal den Crawlermeister da hinten. So. Kommt der Brecher, aber da passiert tatsächlich gar nichts. Das ist doch nicht schlecht. Der wird angefeuert, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber wir können einmal brachial hier schlagen. 70 und nochmal 70. Dann hauen wir vielleicht noch zweimal da drauf. Ja, reicht nicht ganz, aber vielleicht am Ende doch. So, und du darfst... Haben wir keine Munition mehr? Nee, das war's. Okay, dann geh nach vorne, Klingenwaffe raus. So geht's auch. So, eigentlich ist die Folge hier vorbei. Ich mache diesen Kampf natürlich noch zu Ende. Denn vielleicht geht's ja gar nicht weiter. Bitte kommen, wir haben einen Infizierten. Es ist Lance. Hier ist Trish, bewahrt bloß die Ruhe, wenn euch sowas passiert. Denkt daran, in den nächsten 48 Stunden Zomdex zu beschaffen. Du kannst es bei den Unabhängigen kaufen oder in Krankenhäusern suchen. Viel Glück. Ja, super Sache. So, Jason ist fast tot. Und Lance ist auch fast tot. Ich hab's wirklich... Das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt hier. Das war doch alles gar nicht so schlimm. Warum ist denn das auf einmal so schwierig geworden? 51.1. Habe ich irgendwas verpasst? Oder hatte ich heute nicht genug Elan, um das schaffen zu wollen? So, einmal da draufhauen und dann geh mal nach hinten, bitte. Und lass doch mal den Hund nach vorne. So, dann machen wir den. Fast kaputt. Instinktiver Schutz. Kannst du so viel machen, wie du willst. Du kommst jetzt weg. Woher das... Achso, wegen den Flammen wahrscheinlich, ne? So, der kriegt jetzt mehr Angriff. Das ist nicht so schlimm. Wir haben nur noch 36. Ach, wir sterben jetzt die ganze Zeit wegen dem... Wegen dem Feuer. Das ist natürlich auch doof. So, tja. Wir haben nichts mehr.
Reicht leider gerade nicht. Jetzt sterben beide. Nee, noch nicht ganz. Kritischer Treffer. Zomdex kriegen wir jetzt trotzdem nicht, glaube ich. Also wir überleben das gerade so. Wir haben aber keine Medizin mehr zu Hause. Und, ja, kriegen dann hier so einen Scheiß halt. 4-mal Materialien, 2-mal Samen, 3-mal Verbandszeug. Jetzt ist hier nochmal was? Nein. Hier finden wir 3 Soda-Dosen und 1-mal Schmugglernudeln. Das gibt immerhin 13 Lebenspunkte. Aber gut, wir müssten eigentlich jetzt dahin gehen, um das Zomdex zu kaufen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir das nicht mehr können, ne? So wie wir aussehen. Ach, das ist doch wieder ärgerlich. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Bis dahin, macht's gut.